Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Heute wollen wir uns mal ein bisschen um das Öl kümmern. Ich möchte langsam aber sicher Richtung Plastik gehen, weil ich die Plastik-Barrels, die Kanister haben möchte. Und das möchte ich lieber früher als später haben, deswegen starten wir jetzt schon mal ein bisschen mit dem Öl. Wir sind hier auf unserem Außenposten, da wo wir auch das Bromonium haben, denn hier haben wir einiges an Ölquellen. Und wir werden jetzt hier ein bisschen was anderes machen als dieses Setup hier, wo wir das mit den Barrel immer aus- und einladen. Das ist ein bisschen zu kompliziert, aber ich wollte euch das zeigen, dass das durchaus eine Möglichkeit ist, wenn man nicht gerne mit Flüssigkeiten schafft. Aber die Züge haben diese Fluid Wagons. Ich bin mir nicht sicher, ob die... Ich glaube, die gibt es auch im Base Game. Und die sind relativ praktisch, um damit Flüssigkeiten zu transportieren. Wir müssten auch einiges an Pressure Tanks haben. Genau. Das ist, wir werden die hier aufstellen und dann jeweils eine Pumpe anschließen. Eventuell ist es sogar... Wir müssen mal gucken, ob wie viel eine Pumpe macht. Ich werde deswegen das Ding ein bisschen weiter wegziehen. Dass wir hier noch ein Rohr dazwischen pappen können und dann in dem Sinne eigentlich sowas in der Art tun können. Ich werde jetzt aber mal gucken, wie weit wir mit einer, wie schnell eine Pumpe diesen Tank füllt. Können wir gesamthaft, ich habe das ehrlich gesagt schon lange nicht mal gemacht. Okay, die können alle, warte mal. Können wir nur drei, ich glaube, wahrscheinlich können wir nur drei, oder? Wir werden sehen, das ist etwas, was ich testen möchte. Ich bin mir nicht sicher. So, wir haben ein... Also ich bin dabei, ein paar Pump-Checks zu bauen. Das wird noch ein bisschen dauern. Wir müssen auch nochmal zwei Pressure-Tanks herstellen. Das haben wir Nummer 1. Und Nummer 2. Und auch hier sehen wir, dass sich das Ganze, was wir in der letzten Episode gemacht haben, wieder ein bisschen beruhigt hat. Das ist alles wieder auf dem normalen Stand. Unsere Claybricks-Produktion ist ein bisschen knapp mit der Zeit. Es füllt sich jetzt aber langsam wieder auf. Wir brauchen ja nicht so viel davon. Okay, wir haben 5 Pump-Checks. Dann würde ich sagen, reißen wir erstmal den Wald ab. Ach, für Steine haben wir keinen Platz mehr im Inventar. Ärgerlich. Weißt du was? Wie wär's mit ein bisschen Holz? Sehr schön. Hier haben wir noch Alien-Artefakte, die ich eigentlich jetzt gerade lieber nicht im Inventar haben würde. Deswegen schauen wir mal, ob wir es schaffen, um die uns herum zu buxieren. Okay, du musst gedreht werden. Was fehlt denn da noch? Basic Boards. Wir nehmen das Zeug jetzt nach wie vor erstmal von hier unten, weil wir haben hier eine schöne Kiste. Und ich denke, dass es... Ach, shit. Ich wusste es, dass es passieren würde. In dem Moment, als ich es gesagt habe, wusste ich, Northgate, das ist eine absolute Illusion, dass du keines von diesen dummen Alien-Artefakten mitnimmst. Aber, naja, man muss es zumindest probieren, sage ich immer. So, können wir das hier mitnehmen? Zack, weg damit. Dann Strom. Wie wär's? Bring einfach mal so hoch. Ach, hier mal die Rohre verlegen. Das passt. Ich denke mal, das machen wir erstmal so. Haben wir noch
Das ist ein Mark 2 Pump Check. Gut, wir wollen nur die Pump Checks 2s haben. Alle anderen sind. Also die 1s sind halt einfach nicht mehr. Sind zu langsam. Die wollen wir nicht. So. Dann. Oh, das passt sogar direkt. Schön. Holen wir uns noch ein paar Rohre, bis die restlichen Pump Checks bereit sind. Okay, das sind die letzten zwei, die wir brauchen. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Strom. Ich schließe das Ganze gleich erstmal an. Ah, ich hoffe, das ist auf der richtigen Höhe. Lichter haben wir auch keine mehr, sehe ich gerade. Fehlt wieder an allen Ecken und Enden. Sobald wir dann die richtigen Bots haben, kann ich das dann einstellen, dass wir immer beliefert werden. Okay, ja, mach die Lichter. Inventory ist voll. Ne. Wobei, wenn ich die jetzt weg tue, dann machen wir die Basic Electronic Components weg. Braucht kein Mensch. Wo ist er? Da ist er. Okay, so. Soweit mal dazu. Dann fügen wir das da zusammen. Es kann sein, dass wir irgendwann irgendwie noch eine Pumpe reinpacken müssen. Ich glaube es zwar nicht. Ich glaube, der Druck müsste hoch genug sein. Aber das ist natürlich immer so ein bisschen ein Problem, wenn man mit Flüssigkeiten arbeitet. Ich denke, wir machen das so. Ich denke, wir gehen hier rüber. Ja, das klappt sogar ganz gut. Schau mal eine an. Hooray, okay. Strom. Laufen alle? Fantastisch. Strom sieht gut aus, auch. Das ist interessant. Wir haben schon lange keine Stromerhöhung mehr gebraucht. Wir haben. Das Gute ist, unsere Base ist so effizient, es arbeitet immer nur ein Teil. Die hier stehen zum Beispiel praktisch still momentan. Und hier oben steht es auch gerade still. Also wir brauchen immer nur Strom von einem Teil der Base. Okay, das geht jetzt ratzfatz hoch. Okay. Boah, die Pumpe ist langsam. 3 pro Sekunde. Wie sieht's jetzt aus? Nicht wirklich schneller, ne? Unschön. Wir produzieren wahrscheinlich einfach zu wenig, oder? Siebenundachtzig nur? Multiphase Oil. Jetzt geht's hoch. Mir ist nicht ganz klar. Was ist denn sonst mit dem ganzen Öl passiert? 700. Jetzt geht's relativ rassig hoch. Nun gut. Schließen wir mal die anderen an. Und wir brauchen mehr Pumpen.
Ich kann auch die Engines nicht im Inventar craften, habe ich gesehen. Das ist, ich muss mir immer welche von da borgen. Ja, mach noch ein paar mehr. Der hier geht viel schneller hoch. Vielleicht wegen dem Druck. Wäre möglich. Ich bin mir. Das ist immer so mit den Flüssigkeiten. Ja, manchmal ist es ein bisschen. Ja, da. Also das ist ein bisschen friemelig. Die ganze Geschichte. Okay, wir haben nochmal 6. Ja, guckt euch mal an, wie schnell die jetzt hier das Zeug da reinpumpen. Weil der Tank halt einiges an Flüssigkeiten drin hat. Ich denke, es ist hier sinnvoll, eine Pumpe dazwischen zu packen. So, dann. Kommt hier unten auch ein bisschen, seht ihr, dann kommt ein bisschen mehr da rein. Okay, der Waggon steht. Jetzt müssen wir hier noch eine Endstation bauen für das Ding. Och. Natürlich geht's nicht. Ah, wir haben so viel Mist im Inventar. Es ist unglaublich. Denke, ich kopiere das Ding hier. Und hoffe, dass das einigermaßen so passt. Probieren wir das hier mal. Nicht so wirklich viel Platz gelassen. Ich glaube, das ist ein Fehler. Mach das mal dahin. Und das geht in die Richtung. Ich denke, wir nehmen jetzt einfach unseren Zug und ja, der ist voll. Du kriegst eine Station und zwar habe ich die Oil Mine 1 genannt. Waiting Condition würde ich sagen Full Cargo oder Time Passed und zwar 60 Sekunden oder Inactivity. So. Wir könnten auch die Lokomotiven ein bisschen anders anmalen. Zum Beispiel so ein bisschen ein Grau für Öl. Warum nicht? Und ich denke mal, wir gehen. Wenn ich jetzt hier hingehe, dann verstopft das Ding zwar den ganzen Pfad, aber ich glaube, das ist momentan egal. So, jetzt können die sich die Tanks ein bisschen erholen. In der Zwischenzeit macht sich der Zug auf den Weg. Ich hoffe, der ist gleich schnell. Eventuell müssen wir die Lokomotive dann wieder austauschen mit einer Angels-Lokomotive, weil wenn nicht alle Züge gleich schnell sind, dann kann das zu einem Problem werden. Und ich glaube, die ist ein bisschen langsamer als die von Angel. Aber das ist mal unser Öl. Wir können auch Gas direkt vom selben Ohr kriegen, allerdings ein bisschen weniger. Nichtsdestotrotz bietet sich das wahrscheinlich an, da auch einen Zug zu machen. Unser Zugnetzwerk ist gut, es gefällt mir. So, jetzt müssen wir dieses Ding dann, das hier können wir erstmal wegräumen. Das kann alles weg.
So, wo sind wir? Da. Da ist unser Falltrain. Na, ein Kohle. Da sind schon mal Kohle-Drills ausgefallen. Auch hier sind die ersten Chivalry-Drills ausgefallen. Das hier müssen wir dann irgendwann noch erweitern. Aber ihr seht da schon mit. Selbst mit zwei Waggons sind wir sehr gut dabei, was das angeht. Okay, muss hier immer unten umkehren. Warum? Warte mal. Warum musst du hier umkehren? Ach, du hast keine Verbindung zu dem da. Ja. Das ist okay. Passt schon irgendwie. So, bau erstmal das ganze Zeug auf. Keine Rails mehr. Wir haben nicht wirklich viel Platz im Inventar, aber was soll's. Okay, das sieht gut aus. Ja. Ich sehe, dass das hier nicht ganz so gut funktioniert. Schmeißen wir euch mal noch hier rein. Ich will eigentlich die ganzen Bäume hier weg haben. Problem ist, das Inventar ist halt schon wieder ärgerlich voll. Können das unserer Lokomotive geben? Machen wir erstmal hier das Ding noch zu Ende. Weil dann können wir die Lokomotive hier reinbringen. Sonst blockiert sie hier den ganzen. Wo zur Hölle ist das Ding hin? Wo ist unsere Lokomotive hin? Ah! Du bist auf automatisch geschaltet. Okay. Gut, das macht nichts. Wir nennen das Oil Main. Und bringen die Lokomotive dahin. Add Station. Oil Main. Empty Cargo. So. Passt. So. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. Hätten wir früher schon machen sollen. Oh. Damn it. War so klar, dass das passieren wird. Ja, dann lass das erstmal. Haben wir irgendwas, das wir loswerden können? Die Dinge brauchen wir nicht. Und stattdessen machen wir ein paar Pumpen hin. Und craften auch direkt nochmal ein paar. Eins, zwei, sechs. So. Kein Platz im Inventar. Schmeiß den Stein weg. Hier ist irgendwas los. Müssen wir gleich mal gucken. Da stimmt was nicht. So, wo ist unser Zug? Ich glaube, das ist er. Ich hoffe, er findet den Weg. Er muss unten ran und dann hier durch. Okay. Aber so weit, so gut. Dann brauchen wir noch ein paar Tanks.
Was fehlt? Stahl? Oh, nochmal zwei. So. Der Zug müsste jetzt hier bleiben, da er kein Cargo ausladen kann. Und in der Zwischenzeit werde ich das hier mal wegschmeißen. Das wird hier gebraucht. Dann gehen wir mal sehen, was beim Stein da ist. Ich vermute mal, da wird wieder der Belt irgendwie kontaminiert worden sein. Mal sehen. Ist gut. Ansonsten, die Produktion hier scheint sehr gut zu funktionieren. Ich könnte auch das Auto nehmen eigentlich. Das da unten rein. So, was ist hier los? Ja, du hast Holz drin. Ich habe mir schon fast gedacht, dass da was im Argen ist. Okay, komm. Diesmal Auto. Damit wir weniger Zeit verplempern. Ich weiß nicht genau, warum das Holz da durchkommt. Das müsste eigentlich rausgefiltert werden. Vielleicht ist da noch ein Fehler. Was macht ihr eigentlich aus? Genau, ihr bringt Fässer. In Ordnung. Dann haben wir unsere Tanks. Machen das einfach mal so. Oh ja, das leert sich schnell. Das leert sich richtig schnell. So, wo ist der letzte? Da ist der letzte. Guckt euch mal an. 14, 13, 12, 11, 10. Wie schnell die das raushauen. Fantastisch. So, und das Ding ist leer. Und du hast keinen Pfad. Ja, hast du nicht. Gut bemerkt. Gut bemerkt. Irgendwie müssen wir... das nochmal irgendwie so machen, dass wir das... dass wir das umkehren können. Aber bevor ich es vergesse, sollte ich auch erstmal aufpassen, dass ich nicht vom Zug überfahren werde. Eine der häufigsten Todesursachen in Factorio. Dumm stehen und dann auf dem Gleis irgendwas am Arbeiten und dann erwischt einem der Zug. So, das ist für dich. Und dann müssen wir jetzt hier ein bisschen was an... bisschen was machen, damit du wieder zurück kannst. Okay. Der blöde Garten ist ein bisschen im Weg. Da. Für den Moment läuft das. Wir müssen es nachher wieder umändern. Aber das passt. Wir hätten auch... Ich glaube, das hier ist dann für den Arsch. Nichtsdestotrotz, wir haben Öl. Fantastisch. Wir haben unser erstes Öl und da werden mehr kommen.
Und das können wir jetzt in Fässer abpacken. Dafür brauchen wir von diesen Barreling Pumps. Ich schmeiß hier auch mal noch ein Radar hin. Da wäre auch nochmal Öl gewesen. Ha! Kann man nachher auch noch vielleicht anzapfen. Wir brauchen ein paar Barreling Pumps. Das Problem ist, dass ich wieder nichts. Keinen Platz im Inventar habe. Warum habe ich hier so viel von diesem Zeug da? Ich hau nochmal irgendwo so eine Storage-Kiste hin. Zum Beispiel da. Ah, die Electrolyzer. Ja, passt schon, denke ich. Du kannst auch da rein. So, dann brauchen wir, wie gesagt, ein paar Barreling Pumps. 1, 2, 3, 4. Das müsste mit Öl eigentlich gehen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ansonsten haben wir ein Problemchen. Dann brauchen wir natürlich auch noch so ein Ding. Und zwar die Höhe spielt nicht so eine Rolle. Ich denke, ich mache das hier hin. So, gib mir noch einen Roboport. Von denen haben wir keine. Wird aber. Naja, wir haben da keine Construction-Abdeckung. Ich muss mir welche besorgen. Und dann brauchen wir von den Dingern noch ein paar. Okay, da habe ich einfach einen mittendrin reingepappt. Warum auch immer. Okay, stimmt, das ging nicht. Kann man nicht einfach ziehen. Ich denke, das ist vielleicht noch etwas, was behoben werden müsste. So, das passt. Ja, Empty Barrels. Fantastisch. Müsste eigentlich geliefert werden. Lieferservice. Wir haben hier ja mehr als genug. Und dann haben wir unsere Barreling Pumps. Die kommen hier hin. Ihr macht bitte. Was ist das? Crude Oil? Ne, es ist nicht Crude Oil. Es ist Multiphase Oil. Fantastisch. Oh, hier ist noch ein Holz im Weg. Dann würde ich sagen, haben wir noch eine Passive Provider Chest? Ich denke, wir machen das so. Und ne, der ist Quatsch. Passt, oder? Und dann haben wir noch da einen. Mach das mal so. Wobei das, glaube ich. Es muss so reingehen.
Und hier haben wir auch nochmal einen. Eigentlich immer auf derselben Stufe. Ich glaube, das ist besser. In Ordnung. So. Rot. Nein. Gib mir die Boiler wieder. So, da ist unser Crude Oil. Ist es hier noch irgendwas am Rumliegen? Ich sehe nichts mehr. Das wird einfach voll gemacht. Die haben richtig viel gebracht. Sehr schön. Das läuft. Ich bin zufrieden. Ist jetzt nicht das effizienteste. Aber es gibt eine gute Menge an Öl. Für den Moment erstmal. So, die Jungs haben erstmal ausgedient. Ja, das füllt sich jetzt langsam hoch. Ich denke, das passt. Da wird nichts mehr gemacht. Oh, stimmt. Wir müssen... Moment mal. Wir müssen... Ah, ne. Die leeren Fässer, die sind... die brauchen wir nicht. Die sind nicht hier. Okay. Gute Sache. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen Break. In der nächsten Episode weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, was wir genau machen. Wir könnten das Crude Oil weiterverarbeiten. Ich weiß aber noch nicht genau, wo wir das machen sollen. Und es gibt da mehrere Möglichkeiten. Entweder wir machen das hier in diesen Sektoren. Da kann man einen Ölsektor machen. Oder da unten ist auch nochmal Öl. Überall Öl gerade. Das verspottet mich, weil ich es von hier hinten geholt habe. Nichtsdestotrotz. Man könnte aber auch zum Beispiel hier eine größere Ölanlage aufbauen. Denn die Sache ist die. Für einiges im Öl braucht man diese sogenannten... Jetzt muss ich auch gucken, wo die sind. Hier, diese Catalysts. Und die brauchen Eisen und Kupfererz. Und Eisen und Kupfererz ist etwas, was eigentlich nicht hier in diesem Sektorbereich gehört. Das ist hier weiter unten. Und deswegen würde ich sagen, wir bringen das Eisen und das Kupfer hier rüber. Und werden hier die Catalysts aufsetzen. Und dann würde es sich anbieten, das Öl direkt etwas weiter oben zu machen. Aber ich muss mir dann noch Gedanken drüber machen, offscreen. Wie wir das genau anstellen wollen. Aber gut, das war's jetzt mal mit dieser Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Spaß hattet, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und vielleicht wollt ihr auch mal im Discord vorbeigucken. Dann können wir vielleicht in Zukunft, wenn einige Leute Interesse haben, vielleicht mal eine Multiplayer-Staffel oder sowas machen. Je nachdem halt, wie wir dann da Lust haben. Link dazu findet ihr auf jeden Fall in der Description. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Northgate.